Wie erstelle ich H5P-Inhalte? Das ist eine kurze Frage, aber die Antwort ist ein bisschen umfangreicher. Und ich habe versucht, die zu stückeln. Und du suchst einfach genau das raus, was du brauchst. Also du hast vielleicht die Frage, okay, wie kann ich es denn nun mal ausprobieren? Das zeige ich, da musst du nichts installieren. Ganz easy. Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich weiß schon, ich will das benutzen, das sieht ganz cool aus. Aber wie kriege ich es denn jetzt für mich selber zum Laufen? Da gibt es verschiedene Optionen, von ich lasse andere Leute das, die Arbeit quasi für mich machen, bis ich muss selber ein bisschen Arbeit in die Hand nehmen, bin dann aber deutlich flexibler, zeige ich alles. Und danach gibt es sogar noch 10 Anleitungsvideos, sogenannte Tutorials, wo ich einfach konkret zeige bei sogenannten Inhaltstypen, bei 10 verschiedenen, was man damit machen kann. Und dann nehme ich ein Beispiel und dann baue ich genau dieses Beispiel nach und so kriegst du eine Idee davon, wie das Ganze funktioniert. Das findest du hier und ja, wenn das was für dich ist, dann guckst du dir das einfach an.